Die Bustouristik Scherzer ist jetzt hier am RDA beim Herrn Petkovic von der Topena Destination Management in Kroatien. Genau. Ich liebe euer Land, es ist ganz ein tolles Land. Herr Petkovic, was gibt es Neues aus Kroatien, was wir hier am RDA von Ihnen weitergeben können? Neu ist, dass wir jetzt in Kroatien eigentlich ein, wenn man sagen kann, ein Kroatien-sicheres Land, ein Corona-sicheres Land sind. Das heißt also, dass wir wirklich die ganze Pandemie irgendwie im Griff halten. Wir sind sehr bewusst da unten, dass es eine große Gefahr für den Tourismus überhaupt und für die Gesundheit ist. Deshalb haben wir sehr, sehr viele Vorkehrungen getroffen, dass sich jetzt auch heute die Touristen, die in Kroatien sind, wohlfühlen. Also wir haben jetzt in Kroatien am heutigen Tag um die 700.000 Gäste, die meist individuell eingetroffen sind mit ihren Autos, aber auch sehr viele Busunternehmen, die zuerst Istrien erstmal anfahren, was noch nah an ihren Heimatorten liegt. Für das Jahr 2021, was es mit Sicherheit interessant ist für die Busunternehmer, ist das Folgende. Wir haben unter anderem sehr viele Möglichkeiten, Bussen und Gruppen, Unterkünfte anzubieten, mehr Kapazitäten. Durch den Ausfall der asiatischen Gruppen, die ja auch sehr viele Rundreisen in Kroatien das ganze Jahr über hatten, sind die Kapazitäten mehr vorhanden. Ja. Was heißt also, dass man einfacher zu den Kapazitäten kommen kann und dass man flexibler die Reisen dementsprechend dann auch planen kann. Okay. Und was auch vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, die meisten Hoteliers, wenn auch nicht alle, sage ich jetzt, sind darauf bereit, dass sie erst eine Anzahlung 30 Tage vor Ankunft der Gruppe annehmen. Ich wiederhole Anzahlung, nicht den ganzen Betrag, da wir natürlich alle uns im Klaren sind, dass es finanziell sehr schwer ist, nicht nur für die Hoteliers, sondern auch für die Kunden und dass der Gast vielleicht nicht unbedingt gerade das Geld so weit vorauslegen möchte. Und dann ist es meistens so, dass man bis 30 Tage vor Ankunft eine Anzahlung macht und dann erst nach Rückkehr die Restzahlung. Ich finde das tolle Neuheiten für Kroatien und ich glaube 2021 wird ein Bombenbusjahr und wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Messe hier und toi toi toi. Danke, Cesar. Danke. Okay, bitte schön. Tschüss. Tschüss.